So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es nämlich 7 Uhr und heute fahren wir auf einen Roadtrip mit meinem Model S hier, Model S Long Range. Und mit diesem Roadtrip verbinde ich im Prinzip zwei Hobbys, nämlich einmal die Elektromobilität, denn endlich mal wieder Langstrecke, und zwar geht es heute über 900 Kilometer nach Österreich, und die Astrofotografie, denn ich fahre heute zur CEDIC, die ist am Wochenende, das ist die Central European Deep Sky Imaging Conference. Also bedeutet, da treffen sich die europäischen Astrofotografen, zumindest die mit Rang und Namen, und irgendwie zähle ich mich so ein bisschen dazu. Und da gibt es natürlich Vorträge, Workshops, Networking und so weiter. Und ich nehme euch natürlich mit auf einen Roadtrip übers Wochenende, mal eben 900 Kilometer, also insgesamt 1800 Kilometer hin und zurück. Wir fahren mit dem Model S. Heute Abend um 20 Uhr ist Konferenzeröffnung. Jetzt haben wir es, wie gesagt, 7 Uhr. Gleich geht's los. Ich warte noch auf einen Astro-Kollegen aus Lienthal, der Kai. Stelle ich euch nachher noch vor. Und dann wollen wir mal das Navi programmieren, denn wir fahren nach Linz. Erstmal wollen wir natürlich im Hotel einchecken. Das ist das Arte Hotel direkt in der City. Wir fahren erstmal nach Leipzig. Da würde ich ganz gerne laden. Das sind so ungefähr 350, 360 Kilometer von hier. Und dann wollen wir noch mal irgendwie hinter Regensburg laden, also zweimal insgesamt. Google Maps hat gesagt, ohne Laden, also mit einer ganz normalen Routenplanung für einen Verbrenner, brauchen wir 9 Stunden 15 Minuten. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir das mit dem Model S hier nicht irgendwie erreichen. Also ich tippe so auf um die 10 Stunden mit Laden. Das wird also doch relativ entspannt eigentlich, denn das Model S ist ja so ein wahnsinnig komfortables Auto und auch total ruhig und leise und fährt vor allem mega. Gerade auch Langstrecke, das ist die Domäne von diesem Auto. Ja, ihr seid bei diesem Roadtrip dabei. Es gibt natürlich nicht nur Informationen über Elektromobilität, sondern auch diesmal ein paar geile Impressionen aus den Tiefen des Alls. Also Weltraum und Elektroauto. Ja, wie passt das zusammen? Ja, in diesem Video werden wir es erleben. Also bleibt unbedingt dran. Moin Kai, wir sind jetzt früh aufgestanden. Wann bist du aufgestanden heute? Halb sechs. Halb sechs, ja, ja. Ich bin viertel nach fünf aufgestanden. Ich kann das noch toppen. Ja, super. Aber wir haben noch so 10 Stunden Fahrt vor uns. Kai ist auch Astrofotograf, du kommst aus Lienthal. Und das Witzige ist, du fährst auch Tesla, habe ich gerade gesehen. Wusste ich gar nicht, Model 3. Ja. Was für ein Baujahr? 2020. Und bist du noch zufrieden, wenn es das Highland gibt? Ja, lieber willst du umzusteigen, oder? Nach sechs Jahren mache ich das, ja. Nach das sechs ist ja ein Firmenwagen. Ach so. Und nach sechs Jahren behalte ich ihn immer. Ja. Okay, ja, wir fahren heute zusammen zur CEDIC nach Linz und sind gespannt auf den Roadtrip. Und ich würde sagen, jetzt fackeln wir nicht lange, sondern wir starten, weil wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Ne? Ja. Alles klar, los geht's. Zweimal laden ist ja schon mal ein Vorteil. Also ich müsste dreimal laden. Du hast das Long Range, ne? Ja. Ja, alles klar. Aber du kommst ja auch so, deine 400 Kilometer müsstest du kommen, ne? Ja, 350, 400, je nach. Ja, wenn du langsamer fährst, ja. 130 maximal. Ja, mehr fahre ich dann sowieso nicht, aber das wird schon, 400 wird schon echt knapp. Wir haben es jetzt 12 Grad, das heißt, es ist nicht ganz so warm, aber es ist auch nicht richtig kalt. Es ist auch sehr ruhiges Wetter, aber Regen ist angesagt heute unterwegs. Dann müssen wir mal gucken. Ich werde auf jeden Fall so um die 150 fahren immer. Das ist ja so ein bisschen der Sweet Spot hier beim Model S. Das heißt, mit 150 ist man am schnellsten unterwegs und muss am kürzesten laden eigentlich, auf so einer Langstrecke gesehen. Und im Moment mit 100%, da hat der Wagen theoretisch im Sommer eine Reichweite von über 500 Kilometer. Jetzt im Winter bei unter 15 Grad. Es ist deutlich weniger, aber die 400 sollte er auf jeden Fall schaffen. Das habe ich bis jetzt immer geschafft, egal wie. Oh, ich habe vergessen, ich wollte noch Brötchen kaufen. Wir halten mal kurz beim Bäcker, ja? So, wir sind jetzt 150 Kilometer unterwegs. Verbrauch ist übrigens gar nicht mal so niedrig. Wir liegen bei 23,2 Kilowattstunden. Und wir haben noch 200 Kilometer vor uns bis Leipzig. Da kommen wir jetzt mit 13% an. Dann sind es insgesamt 350 Kilometer, die wir dann gefahren sind.
Also Verbrauch heute doch mehr als üblich. Fahren eigentlich relativ zügig, 130, 140, schwimmen so mit dem Verkehr mit. Aber so richtig schnell geht es heute hier nicht. Ist auch viel los auf der Straße, aber wir kommen gut durch. Kai und ich haben uns jetzt sehr viel über unsere Autos unterhalten. Er fährt ja, wie gesagt, Model 3. Haben uns halt unsere Servicetermine geklagt. Ihr kennt das ja bei alten Leuten, dass sie mit ihren Gebrechen kommen und so ist das bei Tesla-Fahrern. Die erzählen sich immer mit ihren Serviceterminen, weswegen sie wann und wo im Service waren und was behoben wurde. Ja, alles klar, Leute. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Ich würde sagen, ich melde mich dann wieder. Es passiert jetzt hier nichts Spannendes auf der Tour, wenn wir am Laden sind. In Leipzig am Flughafen am Supercharger. Und Tesla startet wohl gerade eine Charmoffensive. Hier ist auf jeden Fall ein Tesla Ranger stationiert am Supercharger Leipzig Flughafen. Und er fragt jetzt hier jeden, der ankommt, ob er irgendwie ein kleines Problem hat, ob er irgendwas reparieren kann. Er würde jetzt hier stationär so ein bisschen ambulant so Kundenpflege betreiben. Ja, das finde ich doch mal lobenswert. Welcher Hersteller bietet sowas schon? Jetzt trinken wir erstmal unseren ersten Kaffee nach 3 Stunden und 350 Kilometer. Und natürlich habe ich wieder meine Kaffeemaschine on board. Denn wenn schon Reisen, 900 Kilometer, dann Kaffee bitte mit Stil. Und wo wir doch gerade so schön am Laden sind, da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, um mal kurz über die THG-Quote zu sprechen. Da spart ihr mit eurem E-Auto ja das Treibhausgas CO2 ein und kassiert dafür bares Geld. Wenn ihr euch also für dieses Jahr noch nicht auf einen Anbieter festgelegt habt, dann würde ich euch mal empfehlen, einen Blick auf Carbonify zu werfen. Die werben nämlich nicht mit irgendwelchen unrealistischen bis zu so und so viel 100 Euro Versprechen, sondern haben ein ganz klares Dreier-Prämienmodell für euch, mit dem ihr garantiert rechnen könnt. Da ist die Express-Prämie, die steht für eine schnelle Überweisung in wenigen Tagen. Habe ich zum Beispiel mit meinem Auto gemacht. Innerhalb von 2 Wochen war das Geld auf meinem Konto. Da ist Klassik für eine Auszahlung erst nach der Zertifizierung der THG-Quote oder Bonus, wo ihr das Maximum rausholen könnt. Dafür ist die Wartezeit zwar länger, aber damit wird eben eure THG-Quote im Laufe des Jahres zum optimalen Zeitpunkt vermarktet und da holt ihr den höchstmöglichen Erlös raus. Den Mindestbetrag von 90 Euro, den bekommt ihr aber garantiert. Das heißt, damit kann es eigentlich nur noch mehr werden. Und dazu gibt es auch nochmal 10 Euro on top für Neukunden. Also schaut euch doch mal den Service von Carbonify an und nutzt dazu meinen Link hier unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, allein die extrem gute Kundenbewertung mit 4,9 von 5 Sternen, die spricht doch schon für sich, würde ich sagen. Also wenn ihr meine Meinung wissen wollt, THG-Quote mache ich über Carbonify. So, jetzt haben wir unseren Kaffee getrunken, wir haben eine halbe Stunde geladen, wir sind jetzt bei 83%, wir sind angekommen mit 11. Wir können jetzt weiterfahren, wir fahren jetzt nach Wernberg-Köblitz, das ist von hier aus, wie viele Kilometer sind denn das? 261 Kilometer, da laden wir dann nochmal, machen dann noch eine kleine Mittagspause und dann geht es auf die letzte Etappe nach Linz. Wir kommen um 17.13 Uhr an. Das sind also dann unter 10 Stunden, weil wir sind 7.30 Uhr losgefahren. Das wäre ja ein super Schnitt. Und was ich wirklich lustig finde, ist, dass mit diesem Tesla Mobile Service, dass er jeden hier anquatscht, ob er irgendwas reparieren kann. Das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Naja, jetzt fahren wir erstmal weiter. So, Leute, jetzt sind wir in Wernberg-Köblitz angekommen. Was haben wir denn für Tripdaten? Ich muss mal kurz gucken. Leider haben wir den Trip zu spät zurückgesetzt. Also wir sind ungefähr 250 Kilometer gefahren von Leipzig und haben tatsächlich 25,3 Kilowattstunden gebraucht. Wir sind aber auch immer so 160 gefahren. Jetzt haben wir es 13.15 Uhr. Das heißt, wir sind auch sehr schnell unterwegs gewesen. Und jetzt kommt die letzte Etappe bis Linz. Wie viele Kilometer sind denn das noch? Route fortsetzen mache ich mal eben.
Das sind noch 302 Kilometer bis Linz. Ja, da müssen wir ein bisschen vollladen. Ich denke mal, wir werden hier so bis 90 hochballern. Momentan laden wir mit 256 kW. Also es geht richtig ordentlich zur Sache hier. Hier werden wir noch ein bisschen was essen. Ist ja Mittag. Noch mal ein bisschen Kaffee trinken, uns die Beine vertreten. Und dann war es das mit Laden. Dann fahren wir durch. Beim Hotel, wir sind im Arte Hotel mitten in Linz. Da gibt es Tesla Destination Charger in der Tiefgarage. Die sind im Preis inbegriffen, also quasi Parkgebühr, die man da zahlt. Ist also sehr praktisch, wenn ihr einen Tesla fahrt, dann habt ihr bei Hotels oft eben Ladestationen, die euch eigentlich nichts kosten, abzüglich oder zuzüglich zu der Parkgebühr, die man immer meistens zahlt. Das nutzen wir natürlich aus. Das heißt, wir kommen da mit sehr wenig Prozent an und müssen uns dann um nichts kümmern, können uns da anschließen. Und wenn wir Sonntagabend dann wieder oder Sonntagnachmittag zurückfahren, dann ist der Wagen definitiv wieder voll. So, wir haben jetzt 89% im Akku. Es ist 13.50 Uhr. Wir sind ungefähr 45 Minuten hier gestanden. Jetzt fahren wir die letzte Etappe, 300 Kilometer bis nach Linz. Und dann sind wir schon so früh da. Was sagt er? Vor 17 Uhr, wenn wir keinen Stau kriegen. Also das ist ja ausschlafen können, Mensch. Das sind ja also 9 Stunden 30, also fast die Google-Geschwindigkeit, die Google Maps vorhergesagt hat. Also das ist ja richtig der Hammer. Heute ist auch wirklich so wenig Verkehr, dass man gut durchkommt. Das ist richtig cool. Aber ist es so warm hier im Süden? Muss man richtig Klimaanlage anmachen. Es ist aber echt warm hier, finde ich. Findest du es nicht zu warm mit deinem dicken Pullover? Das ist mein dünner. Ich habe noch einen dickeren. Du hast einen dickeren. Ja, ich habe auch noch einen dickeren mit, aber ich habe hier ein Hemd und einen Pullover drüber. Also mir ist es echt warm. Ich habe jetzt mal die Sitzkühlung eingestellt. Und Leute, es ist so angenehm hier. Oh, jetzt kommt die kalte Luft aus dem Sitz. Herrlich. Leute, wir sind in Linz angekommen, direkt beim Arte Hotel hier in der Innenstadt. Und wir haben es jetzt 16.37 Uhr. Das heißt, wir haben gebraucht 9 Stunden und knapp 10 Minuten. Das ist sogar noch unter der Prognose von Google Maps und deutlich unter der Prognose vom Navi hier ganz am Anfang der Tour. Wollen wir kurz auf den Trip gucken. Ich habe leider zu spät zurückgesetzt. Also wir sind gefahren 886 Kilometer ungefähr, knapp 900 Kilometer also. Und wir haben einen Durchschnittsverbrauch jetzt hier gehabt von 22,8 Kilowattstunden. Das ist für so eine Geschwindigkeit, die wir heute an den Tag gelegt haben, richtig gut. Und wir haben, wie gesagt, zweimal geladen, insgesamt für 1 Stunde 10 Minuten oder 1 Stunde 15 Minuten. Und ja, diese Reisegeschwindigkeit hier mit dem Model S, also ihr habt es ja gesehen heute, das war eigentlich... steht einem Verbrenner nicht viel nach. Und ich kann mir kaum ein Auto vorstellen, mit dem so eine Tour viel schneller geht und vor allem auch viel bequemer. Und jetzt würde ich sagen, checken wir erstmal ins Hotel ein und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Also heute Abend um 20 Uhr ist ja erstmal die Eröffnung der Konferenz. Das heißt, wir können so ein bisschen entspannen. Wir können sogar gleich noch was essen gehen oder ein bisschen in die Innenstadt. Auf jeden Fall nehme ich euch dann gleich mit. Es geht ins Ars Electronica Center. Das ist hier so ein tolles Center direkt an der Donau in Linz. Richtig coole Location. Und das zeige ich euch gleich alles. So, jetzt sind wir in der Tiefgarage vom Arte Hotel in Linz. Und hier ist ein Tesla Destination Charger. Und hier können wir uns kostenlos anschließen. Das ist in der Parkgebühr enthalten. Strom kriegen wir quasi geschenkt. Ich lade jetzt hier wieder voll. Heute Abend irgendwann um 10, halb 11 ist der Wagen dann bei 100% oder fast bei 100%. Dann fahre ich den natürlich wieder weg. Und dann stehen wir hier noch bis Sonntag, weil Sonntagnachmittag geht es eben wieder zurück. Und dann können wir quasi durchstarten mit vollem Akku und haben dann wieder 2 Ladestopps bis Bremen. Also ich würde sagen, diese Tour hier mit dem Model S nach Linz runter und zurück, das ist einfach so bequem und einfach. Viel besser kann ich es mir mit dem E-Auto einfach nicht vorstellen. So Leute, ich bin jetzt hier vor dem Ars Electronica Center in Linz. Hier findet die Konferenz statt. Wir sind ungefähr 140 Teilnehmer aus ganz Europa,
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, England, Norwegen, Schweden, Finnland, wer weiß wo noch. Also ich kenne auch einige Leute davon, zumindest aus Astroforen. Einige kenne ich auch sehr gut persönlich, aber wir haben uns wirklich alle schon seit Jahren nicht gesehen. Die letzte Konferenz hier war 2019, also vor 5 Jahren. Und umso mehr freue ich mich, heute hier zu sein, und ich bin gespannt, was hier für schöne Workshops und Seminare stattfinden. Ich habe hier eine Liste und der Tag ist vollgepackt mit Workshops und Vorträgen. Ja, ich zeige euch erstmal ein bisschen, wie das da drin aussieht. Kommt mal mit. Ja, jetzt fragt ihr euch, wo sind denn alle? Hier ist ja gar keiner. Ich bin nicht der einzige Teilnehmer. Nein, nein, die sind alle schon in den Seminarräumen, denn ich bin tatsächlich ein bisschen spät dran heute. Bei so vielen verschiedenen interessanten Themen, da fiel mir die Auswahl echt schwer. Ich habe mich zuerst für einen Vortrag von Jean-François Bax entschieden aus Frankreich. Die betreiben ein 1-Meter-Teleskop in Spanien. Dann war ich beim Vortrag von Kevin Morfield aus USA. Der hat erzählt, wie man ferngesteuert Astrofotografie in Chile betreibt. Und als drittes war ich bei Chua Remus aus Singapur, der erzählt hat, wie man unter extrem lichtverschmutzten Himmel trotzdem Astrofotografie betreiben kann. Und last but not least war ich natürlich beim interessantesten Vortrag des Tages, nämlich Künstliche Intelligenz für Astrofotografie von Russell Crowman, auch aus USA. Ein wahnsinnig interessanter Vortrag, und was da heute alles möglich ist, ist wirklich wahnsinnig faszinierend. So, ich bin jetzt hier am Stand von Bader Planetarium. Neben mir ist Linus und wir können endlich wieder Deutsch sprechen. Ja, wunderbar. Und Bader ist halt eine sehr alteingesessene Astrofirma, sage ich mal. Ihr macht ja nicht nur Teleskopverkauf, sondern ihr macht, was verkauft ihr alles? Also ne? Wir sind mittlerweile eigentlich Systemintegrator für alles. Was nennt so sich um das den heute? Systemintegrator. Aber was mich vor allem interessiert, ist dieser Refraktor hier. Wir haben hier ein Teleskop, das ist ziemlich lang. Also man könnte sagen, das ist der längste hier. Erzähl mal, was haben wir denn hier? Dies ist ein zweilinsiger Apochromat, also so circa das absolut Beste, was größentechnisch und auflösungstechnisch im Refraktorbereich zu haben ist. Kurze Einführung für die Nicht-Astrofotografen. Refraktor bedeutet, es ist ein Linsenteleskop. Also da sind nämlich Linsen drin. Und das Ganze steht auf einem Trumm, das nennt sich ja Montierung, das wisst ihr vielleicht schon. Und das ist eine GM2000 von 10 Micron, und die hat die Eigenschaft, besonders leistungsfähig zu sein, nicht nur was die Tragfähigkeit angeht, denn so ein Ding wiegt doch einiges. Und du hast mir vorhin gesagt, was kostet das Ding hier, also allein das Schwarze hier, was das trägt, was kostet das? Diese Montierung ist bei ca. 18.000 Euro im Verkauf. Holla die Waldfee, 18.000 Euro, das heißt, gebrauchter E-Up reicht dann nicht. Also das wäre quasi ein gebrauchter Mini SE Electric, so eine Montierung. Wobei man sich darauf dann fragen könnte, diese Montierung ist eine Investition eigentlich für das ganze Leben. Das stimmt allerdings. Hier haben wir von dem amerikanischen Gerätehersteller Planewave das 14 Zoll CDK. Dies ist ein Reflektorteleskop mit Korrekturlinsengruppe. Also Reflektor heißt Spiegel, das ist ein Spiegel drin. Also ihr seht, das ist alles schon ziemlich high-end hier, und dieses Teleskop mit der Technik, wie es hier steht, wo liegen wir da preislich? Boah, dies ist schon bei, ich schätze, ca. 50.000 bis 60.000 Euro. Halleluja, also Leute, ihr seht, Astrofotografie, wenn man das wirklich ernsthaft betreibt, das geht echt ins Geld, Leute. Am Abend gab es dann eine 3D-Tour durch unser Universum, beginnend beim Planeten Erde mit einem kurzen Abstecher auf der ISS. Und wir konnten tatsächlich durch die ISS hindurchfliegen, es war super interessant. Dann ging es weiter zu den Planeten unseres Sonnensystems, zu Jupiter mit seinen Monden. Oder auch zu Saturn, durch dessen Ringe wir geflogen sind. Um dann anschließend unser Sonnensystem zu verlassen und in die Tiefen des Alls einzutauchen. Hier sehen wir übrigens den Platz unseres Sonnensystems in unserer Milchstraße. Und dann ging es weiter raus in die Tiefen des Universums. Und ist es nicht faszinierend zu sehen, wie viele Galaxien es gibt? Also die schiere Anzahl ist einfach überwältigend. So, nachdem wir heute Morgen uns um Gradienten gekümmert haben und wie man sie bei Astrofotos wieder los wird, und dann heute Nachmittag auf der Jagd nach planetarischen Nebeln waren, geht die CEDIC jetzt so langsam zu Ende. Wir packen hier unsere Sachen zusammen und fahren dann gleich wieder Richtung Bremen. Da sind wir noch knapp 9 Stunden unterwegs. Verkehr, hoffe ich, ist nicht so stark. Ist ja Sonntag. Auf jeden Fall ist das Wetter beschissen. Es ist ziemlich kalt und überall Schauer. Wir haben sogar Schnee gehabt hier in Österreich. Naja, okay. Das war also CEDIC 2024 für mich. Und jetzt geht's wieder zurück nach Hause. Und da nehmen wir euch natürlich wieder mit. Wird aber wahrscheinlich dann hoffentlich auch problemlos sein.
Und ja, in 9 Stunden sind wir dann wieder da. So, das war eine sehr spannende Szenik. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ich werde mir das Navi programmieren. Wir haben jetzt noch 93% im Akku und laden wieder zweimal, eigentlich genauso wie auf der Rücktour. Wir fahren jetzt also nach Wernberg-Köblitz, da kommen wir mit 17% an, stehen 25 Minuten und dann nochmal nach Leipzig. Also die Strecke kennen wir schon, das ist sehr gut. Momentan ist das Wetter einigermaßen, aber wir haben unterwegs ganz viel Schauer und es könnte sogar sein, dass wir so ein bisschen Schnee mit erwischen. Ist auf jeden Fall 11 Grad, zumindest das ist noch die Temperatur aus der Tiefgarage. Ich glaube, das fühlt sich, also ist deutlich kälter, zumindest fühlt sich das deutlich kälter an hier. Ja, kann ja nicht immer so schön sein wie beim ersten Tag, wo wir fast 20 Grad hatten am Ende. So, wir sind jetzt wieder am Laden, das erste Mal in Wernberg-Koblitz und hier laden wir ein bisschen voller, weil wir nicht bis Leipzig fahren, wie auf der Hinfahrt, sondern noch ein bisschen weiter, nämlich nach Irxleben. Das sind genau 300 Kilometer von hier. Da laden wir so bis 90% hoch und wir wollen eh noch einen Kaffee trinken und wir haben natürlich wieder die Kaffeemaschine am Start und von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Es ist wirklich arschkalt hier und naja, das Wetter habt ihr ja auch gesehen in den Bildern, ist völlig unterirdisch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgekriegt von meinem faszinierenden Hobby der Astrofotografie. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.